So, hallöchen und damit willkommen hier zurück beim Let's Play vom Bus Simulator 2016. Ja, wir stehen noch vor der Lösung unseres Rätsels oder dahinter oder daneben, man weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nochmal einen Tipp, den ich noch verfolgen könnte, danach bin ich ratlos. Und zwar habe ich die Strecke mal um eine Haltestelle verkürzt, was zwar nicht viel Sinn macht, also aber ne, wir machen es einfach mal. Und zwar ist die Idee dahinter, dass wir die Linie zusammen mit einem Fahrer fahren müssen. Also zusammen mit dem Fahrer. Also wir machen das hier nochmal so und dann müssen wir, während der andere Fahrer auch fährt, müssen wir da auch drauf fahren. So, dass die Taktverkürzung auch irgendwie stattfindet, weil wegen Gegenrichtung und... Ach komm, Quatsch, Gedöns auf jeden Fall. Ja, hier fahren wir heute mal. Ich mach das mal mit schnellem Start, aber die ganzen Lichter, ey, da kriege ich einen Vogel, wenn er immer alle Lichter hier anmacht, ey. Das brauchen wir doch alles gar nicht. Alles schwachsinnig hier. Kein Mensch braucht so viel Licht im Bus, ne? Nobody needs so viel Licht. Absolut nobody. Wer auch immer nobody ist, auf jeden Fall braucht er kein Licht. So. Boah, das Lenkrad wird echt heftig eingestellt. Hollala. Muss ich mir konzentrieren beim Fahren ein bisschen. So zur Abwechslung. Muss ich ja sonst nicht, gell? Nein, ansonsten bin ich halt Vollprofi und so. Deswegen versuchen wir das gerade einfach mal. Und vielleicht müsst ihr doch nochmal die gleiche Linie fahren, aber ich... hoffe einfach mal, dass das dann dazu beitragen wird, dass wir das schaffen werden, ne? Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Um einfach mal einen auf Bob den Baumeister zu machen. So. Wie war das? Zack, zack und 1, 2, 3. So. Alle mal rinne hier. Nee, kann ich nicht. Ich bin blöd. Komm, hier rein. Vielen Dank. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt. Das ist eine gute Tage. Nix passiert alles. Nix gut. Keine Kleingeld, ist mir egal. Nein, eigentlich nicht ganz. So. Ihr wartet jetzt alle. Oh, Leute. Ich habe zwar gerade erst geblinkt, aber ihr könntet trotzdem mal warten. Ne? Einfach aus Prinzip. So. Nächster Halt. Freiheitsstraße Westen. Genau. Und dann versuchen wir das einfach mal hier heute irgendwie zu machen. Und für den Fall, dass das klappt, dann feiern wir eine Party. Und für den Fall, dass es nicht klappt, dann feiern wir halt keine Party. Ne? Da gibt's halt... eine viel zu hohe Drehzahl zum Abendessen, genau. Weil die schmeckt auch gut und die ist gut für die Umwelt, ne? So, Leute. Ich weiß, dass da rot ist. Fahr trotzdem. Nein, Quatsch. Wir müssen ja schon an roten Ampeln anhalten. Das macht doch schon Sinn. Mal abgesehen, dass die gerade grün geworden sind. Hust, 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 hust. Wer bleibt stehen auf einmal? Dankeschön. Ich habe schon gedacht, wir müssen uns irgendwie wieder... Aber es läuft anscheinend gut. Ja, es fährt ganz gut. Das ist das Wichtigere hier. So. Alle von den Fußgängerwegen weghupen, weil es können wir alle nicht haben hier. So, dann nächste Halt, Freiheitsstraße West. So viel Geld brauchen wir heute auch gar nicht, weil es geht uns ja um die Gesamtsache an sich. Geld haben wir schon das letzte Mal erwirtschaftet, jetzt müssen wir heute einfach mal schauen, dass wir ein bisschen der Mission weiterkommen. Ich brauche eine Wochenfahrkarte für Senioren. Ja, gut. Wenn ich sage, dass wir kein Geld brauchen, dann bekommen wir ganz gut welches. Das finde ich eigentlich... Hey, auch noch einen schönen Dach. So, bin ich eigentlich ganz super. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. So, da ist frei, rechts und links gucke an die Fußgängerüberweg, aber das klappt ja alles. Einmal unter dem Torbogen durch, links abbiegen und dann sind wir auch gleich in der Baccarastraße und dann sind wir auch alsbald schon im Wohngebiet. So, zack. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Auftrag ist in Bearbeitung. Der zuständige Ampelminister dreht gerade Däumchen. Bitte warten Sie einen Moment, bis diese Ampel grün wird. Dankeschön. So, ich fahre mal vor euch, habe ich gedacht, gell? Darf er das? Ja, ich darf das schon. So. Also, wenn das nicht klappt, dann lesen wir uns einfach nur mal durch, was wir hätten machen müssen. Und wenn es geklappt hat, dann freuen wir uns einen Keks, ne? So. Nichts mit vorne aussteigen eigentlich, aber komm, jetzt macht's hier der Geschwindigkeit wegen. So, kriegst du hier. Was machst du hier? Mir Geld einbringen. Hallo, zwei. Ein, vielen Dank. Ja. Ein bisschen Kohle für zwischendrin, da habe ich eigentlich auch nichts dagegen. Da können wir uns wirklich hier ein bisschen... Ach, Leute, komm. Die war noch nicht rot. Hat das Spiel zum Glück genauso gesehen. Ich habe jetzt schon mit gerechnet, dass wir hier... Verspäteter Passagier? Kollege, ich habe einen Fahrplan. Das weißt du schon. So, hast du einen an der Meisenstraße?
ihr wisst, was ich damit sagen will, ne? Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Wir bekommen keinen Bonus fürs Ausrücken, wir bekommen keinen Bonus für betrunkene Passagiere abgewiesen und sowas, wir bekommen keinen Bonus dafür. Super, also heute wird bestimmt eine tolle Auswertung. Ich freue mich schon Keks. So. Ich bin hier aber mal gespannt, ob wir denn unsere Aufgabe auch, Oh, es hat geklappt. Das war zwar ein bisschen blöd, Hallo aber... und guten Tag. Du hast jetzt Zugang zum Industriegebiet. Dies ist der letzte Schritt. Schaffst du ihn auch, erhältst du alles. Alles? Im Industriegebiet ist es tagsüber sogar ein wenig ruhiger. Aber warte bis zur Hauptverkehrszeit. Ach ja, nur zur Info. In den Nachrichten hieß es, dass die Stadtverwaltung neue Richtlinien zur Luftverschmutzung ausarbeitet. Wir unterhalten uns später. Heißt, vielleicht keine alten Euro-2-Busse mehr kaufen oder so ein Mist hier. Ich weiß, es ist okay, ich hab da so lange drauf gesetzt. Ich will meinen Fuhrpark nicht modernisieren. Im Arsch will ich das. Ich will gerne mit meinem alten MAN durch die Gegend gucken. Hier nichts mehr mit dem neuen Dreckszeug hier. Schöne alte Busse hier, so. Beschäftige mindestens 9 Fahrerinnen. Heißt, wir müssen uns einen neuen Bus anschaffen. Wir werden uns jetzt einen neuen Bus anschaffen, weil wir einfach Geld haben und neue Linien aufbauen und sowas. Dann muss es einer der neuen Generation sein. Ich verstehe ja schon. So, nehmen wir mal Line City. Ah, die können wir uns gar nicht kaufen. Ja, Baujahr 2008. Ach komm, dann nehmen wir so 2012er, oder? Oder nur ein Gelenk. Ah, da haben wir kein Geld für. Die haben auch kein Geld für. Ja, 2008, komm. Nehmen wir sowas zwischendrin, dann nehmen wir bei dir hier einmal. Wie war das? Viele verschiedene Busse im Fuhrpark haben es nicht so optimal, aber pff, ist ja egal. So, mit dem werden wir Indie fahren, das heißt, da können wir die Werbung einfach random draufklatschen, das ist Wurst. So, mal hier und da einmal für Zitronen oder sowas. So. Und sehr den Bus Indie anschauen, deswegen ist das hier egal. So, beschäftigen mindestens 9 Fahrer. Also, wir haben leider noch nicht, also noch nicht, das kommt ja alles noch, ne? Können wir nicht auch beschäftigen, ohne dass die Busse haben? Wobei 7500 rentiert sich eigentlich nicht. So. Besitze mindestens eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in den Suburban, Residential und Industrial. Suburban ist hier unten. Residential. Residential ist hier. Also du bist modern. Und was bist du hier? Bist du Residential? Ah, bist du Residential. Ah, cool. Also das Grün ist Residential und Industrial ist das da oben. Was zur Hölle ist das? Was wird das für eine Linienführung, Leute? Nee. Was sollen wir so eine Monsterlinie aufbauen? Ich bin dafür, dass wir so eine Monsterlinie des Todes aufbauen auf Doom. Allerdings erst in der nächsten Folge, weil jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. So. Industrial District. Besitze eine schnelle Strecke mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk. Das machen wir dann. Jetzt machen wir zuerst das hier. Was haben wir? Erfülle die Richtlinie zur Luftverschmutzung, besitze zumindest 4 moderne Busse. Hey. Dankeschön. So, da gibt es auch eine Freiheitsstraße. Oh Leute, ihr seid so kreativ, ey, wisst ihr das? Kreativ wie so ein Stück Josh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unsere schnelle Strecke. Bei fängt die mit Industrial District an oder führt die da hin? Könnten wir auch mal in gegengesetzte Richtung machen. Dann fangen wir hier in der Meisenstraße an. Also 7 Haltestellen. So, also erstellen. Wollen wir da oben dann mehr mitnehmen oder eher hier unten? Hauptbahnhof. Müssen wir schon mal machen. Also Hauptbahnhof müssen wir mitnehmen, ne Leute? Also der Hauptbahnhof muss schon mit. Oder das Stadion. Hauptbahnhof, ah ne, den Hauptbahnhof können wir hier anschließen durch unsere Linie. Das heißt, wir nehmen aber wir brauchen 10 Minuten. Das heißt, wir sollten 10 Minuten in den Hauptbahnhof. Kennt das irgendjemand? Ich glaube, das sollten wir durch den Hauptbahnhof nehmen. Also, Hauptbahnhof nehmen wir 2, 3, 4, 5, 6 und 10 Minuten. Deswegen lassen wir das mal besser bleiben. Dann speichern wir das mal. Die fahren wir jetzt. Und in der nächsten Folge nehmen wir dann einen kleinen. Ah, komm, wir nehmen den großen. Da kommen, glaube ich, ein paar mehr Leute. Achso, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz unserem neuen Bus noch einen neuen Fahrer schenken. So. Nehmen wir wieder so einen guten Fahrer, weil die sind gut, ne? So, hier. Du da, Frauenquote und so. Und die stecken wir dann auf welche Linie? Die ist ja nicht so toll vom Geld her, oder?
Die ist gut, da haben wir jemanden. Die ist gut, da haben wir jemanden. Die ist nicht so gut, da haben wir jemanden. Mittelmäßig, 10.000 haben wir jemanden. 9.000 haben wir jemanden. 3, 2. Ach, die wurden noch nicht gefahren. Ja gut, dann nehmen wir hier jemanden. Aber, ach, da ist schon jemand. Können wir hier einfach noch jemanden drauf machen? Ach komm, auch noch mal jemanden drauf. Hier. Dual, hier Ding auf der Linie, damit wir hier mehr Kohle bekommen. Hey, das wird cool, das wird cool, das gefällt mir. So, dann fahren wir jetzt mit unsere 10 hier. Ausrücken brauchen wir nicht, weil wir keine Zeit haben. Und fahren wir umgekehrte Strecke. Ah nee, komm, wir starten gleich mal oben in dem neuen District. Einfach damit wir das auch mal sehen. Ich liebe dieses Wetter. So, Kassenbeleuchtung, Führerscheinbeleuchtung braucht kein Schwein. So. Dann begeben wir uns ja schon mal hin fort. Also ich finde das toll, dass die immer hier so viel Licht anschalten, aber ich möchte das einfach nicht. So. Toll, jetzt sehen wir leider auch gar nicht so viel aus Gründen irgendwie. Weiß gar nicht warum. Immer sehen wir nicht so viel. What have Vor- und Nachteile? Ich glaube, wir sind jetzt schon im neuen District, oder? Eigentlich sollten wir das ja sein. Cool, oder? Mal tap kurz. Tatsache, wir sind... Warum starten wir eigentlich so weit weg? Das wird seinen Sinn haben, ne? Wir stehen jetzt noch im Modern District, weil es ist mir nämlich alles ein bisschen bekannt vorgekommen, von den Häusern her und so. Wobei mir das jetzt eh wahrscheinlich alles bekannt vorkommen wird, weil wir mit der einen Linie da schon durchgejuckelt sind. Yay, yeah, gibt's voll innovativ und neue Gebäude und Strecken heute, das ist klasse, so. Für die Linie dürfen wir jetzt auch nur weniger als 10 Minuten brauchen, um vom Hauptbahnhof woanders hinzukommen. Leute. Ich weiß, ich muss da... Oh, das sind aber viele Leute, oh ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir das nächste Mal. Erweitern wir unsere Dingenslinie, die hier durchführt quasi. Die müssen wir dann noch einmal fahren. Und die Folge... So, und die Folge drauf machen wir dann so eine Linie des Todes, die uns dann wahrscheinlich hoffentlich auch Geld des Todes einbringt. So. Boah, das regnet heute. Willst du mit? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal nicht. Wenn er mit will, dann will er halt mit. Will er jetzt mit? Kann ich bitte eine Fahrkarte? Nein, jetzt nicht mehr. Halt, jetzt bin ich zu spät. So. Der wollte doch mit. So, ich bin auch gleich verspätet, Leute. Das wegen euch. So. Für gutes Ansehen warte ich und bekomme dann schlechtes Ansehen, weil ich zu spät bin. Spielelogik verloren. So. Warum haben wir hier zwei verschiedene Hauptbahnhöfe? Wobei, in Hamburg gibt es das ja auch. Ja, was willst du machen? Ich glaube, es ist in vielen Städten so, dass du Hauptbahnhof nur noch so Hauptbahnhof neben Ding da hast. So, Leute, fahrt mal. Ja, ich weiß, dass ich gleich da sein muss. So, ich muss da mal... Dankeschön. So, 3, 2, 1. Ich bin doch pünktlich da. Ich bin pünktlich da. Halt, stopp. Oh. Ja, perfektes Timing ist relativ. Ganz, ganz knapp vor zu spät. Wenn du das als perfektes Timing siehst, liebes Spiel... Ja, nee, du kannst jetzt gerne mal schwarz fahren. Ist mir jetzt gerade Wurst, weißt du Bescheid. So, 1,60, 2 und 1. Und eine gute Fahrt noch. Tschüssi. So, kein verspäteter Tipp mehr da. Gut, dann. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass durch die Updates immer wieder so neue Spielinhalte kommen. So von wegen verspätete Passagiere und sowas. Das gab es ja bisher eigentlich noch nicht. So, da links, oder was? Nächster Halt, Grabenstraße Ost. Boah, das ist ja hier voll der neue Bereich. Nicht. So, wo sehen wir denn überhaupt, ob wir grün haben? Da oben. Da vorne sind nämlich nur die Dingensampeln gewesen. Der Fußgänger hat Ampel. So, ihr wartet da alle, die ihr da nicht seid. Gut. Das finde ich beruhigend. So, und ich glaube, wir sollten wirklich alle die auch mit dem Gelenkbus fahren. Wobei ich, warte mal, ich weiß auch gar nicht, ob die Rentabilität von den anderen Linien, ob die davon abhängt, wie wir uns als, also welche Busse wir da einsetzen, ob wir jetzt so Billo-Busse des Todes haben oder ob wir so attraktive neue Gelenkbusse oder sowas einsetzen, das weiß ich eben nicht. Ob davon auch die Rentabilität abhängt, das könnt ihr mir mal, wenn ihr das wisst, einen kleinen Kommentar hinterlassen, so. Nee, die ist aus, die gibt's heute nicht mehr. So, nächster bitte. Oh, Leute, sie können da alle im Vorverkauf erwerben, wisst ihr aber schon. So, haben wir jetzt alle drin. Ich guck gar nicht. Ja. Dann lauf rein. Habe ich dich gerade doch gesehen. Also hierauf muss ich jetzt auch achten. Das habe ich beim ersten Mal nur nicht gewusst. Jetzt weiß ich das, jetzt kann ich da halt drauf achten. Die Frage ist, wie oft so jemand da rankommt. Es ist aber was, was ich irgendwie ganz cool finde, weil es das im Omsi irgendwie nicht gibt. Das ist irgendwie, ich finde das ganz cool, ne?
Das Problem ist, dass es immer auf die Fahrzeit drückt. Wobei das jetzt auch wirklich mal, es macht den Fahrplan auch mal interessant, weil sonst hält man ja eigentlich immer ganz gut ein, weil man eigentlich heizen kann wie des Todes, außer auf die Geschwindigkeit halt. Aber man kann eben fahrstilmäßig fahren, wie man will, und dann... Es ist so heiß hier drin. Schalten Sie bitte die Klimaanlage ein. Kollege, du weißt aber schon, dass draußen echt... regnet. Ist egal. Muss er nicht wissen, das ist... Ist ihm egal. Ist ihm egal. Ist ihm egal. Ja, mir nämlich auch. So, dann fahren wir mal hier rum. Das ist mir mein Fahrstil nämlich auch egal. So, dann haben wir hier einmal unsere Expresslinie gleich fertig. Ach, jetzt gab es brutales Bremsen. Cool. Hä, aber das war doch bisher noch nie. Okay, ich habe ja nicht mal 50 irgendwie so die Haltestellenbremse reinklatscht, dann mögen die das nicht, aber... Gut, jetzt muss ich... Jetzt weiß ich, in welchem Rahmen ich mich so bewegen kann und... In welchem Rahmen das Spiel das toleriert und in welchem nicht mehr, heißt, das darf ich nicht tun. Also darf er das? Nein, darf er nicht. Das ist aber auch nicht schlecht zu wissen. Jetzt weiß ich, was ich tun darf und was nicht. Wie so ein kleines Kind. Also seine Grenzen austestet. Das ist auch ganz wichtig. So. Ja, ich weiß, es ist rot. Aber hier darf ich jetzt brutal bremsen. Ich darf, glaube ich, nur nicht bei voller Fahrt die Haltestellenbremse reinmachen. Gut, aber ansonsten darf ich relativ viel. Ist auch nicht schlecht, ne? Jo, das sind eigentlich so viele Leute, aber gut, so die Fahrkarte des Todes heute haben wir auch noch nicht bekommen. Ja, komm. Ich hoffe mal, dass es nicht zu stark ins Gewicht fällt, dass wir es heute nicht... dass wir aber diese Bremsung drin hatten. So, dann nehmen wir den Fahrschein. Da hinten ist noch jemand. Ja, dann lauf auch rein. Der will gar nicht mit. Na gut, dann ist mir's egal. Aber wenn da mal einer so von hinten kommt, also den man gar nicht sieht, so einer von diesen verspäteten Leuten, dann... kann ich mir vorstellen, dass es auch zu Problemen kommt, ne? Ja. Diese vier Pfeifen hier, so. Die ist auch gleich da. Ihr könnt euch mal ein paar neue Gesprächsteile da ausdenken, Leute. So, winkst du? Ne, er winkt nicht, gut. Ich werde mal so einen winkenden Typ da sehen. Nein, mit dem habt ihr eine Meise, bringe ich jetzt nicht nochmal, weil den habe ich ja vorher schon gebracht. So. Da vorne eine Ende und da bin ich mal gespannt. Da weiß nämlich hier auch gleich ein Fahrrad zu, für den Fall, dass wir irgendwie Geld mal bald bekommen. Weil ich glaube, das Ziel dieser Mission war auch ein Fahrrad zuzuweisen, glaube ich, gesehen zu haben. So. Eigentlich müssen wir uns, glaube ich, zum Depot fahren, damit wir unseren Bonus noch kriegen, aber aufgrund voran... Ah, nee, nicht einmal. Okay, die Linie ist ja nicht so, Die ist jetzt nicht so rentabulös. Ja, den 9er kriegst auch ein bisschen mehr Kohle. Ich will es eigentlich nicht sehen. So 80.000 haben wir. Das schafft mindestens 9 Fahrer. Ja, so viel haben wir noch nicht. Wie gesagt. Die 10 bist du hier. Die rentiert sich nicht wirklich, aber... weise sie einem Fahrer zu. Dann mache ich das fürs nächste Mal einfach mal, ne? Nehme ich hier mal einen runter von der rentabelösesten Linie des Todes. So, und setzt die dann einmal hier auf die da. Naja, was willst du machen? Ist halt so. Aber, warte mal, die Abstände zwischen den Fahrten dürfen... Mist, da ist die Fahrzeit zu lang. Heißt, wir sollten da einfach, hallo? Dankeschön. Wir müssen jetzt bearbeiten, sollten Hauptbahnhof... Hauptbahnhof rausnehmen. Nehmen wir Hauptbahnhof raus. Nehmen wir den Hauptbahnhof raus. Dann fangen wir halt da an. Aber auf jeden Fall haben wir eben halt die Zeit drin. Was ja auch ganz wichtig ist, ne? Aber kürzer bekommen wir da, glaube ich, nichts. Hierüber fahren auch nicht. Gut, ja, die fahre ich dann mal offscreen, ne? Dann müsst ihr nicht dabei sein. Auf jeden Fall bis dahin, macht's gut und tschüssi.